Ich bin der Rede und die erwischten Nachkommen. Ich höre dich, Tochter des Hermes. O mächtiger Gott, ich bitte dich, hilf mir! Du hättest den Auftrag besser abgelehnt, Talos. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Runde heute wieder mit Assassin's Creed Odyssey am Start. Also manche sagen, es sei sehr verbuggt und wieder andere sagen, es sei das beste Spiel von allen. Mir ist es völlig egal, ich spiele einfach. Wir werden sehen, was passiert. Die Drogerati-Höhle ist ein Tummelplatz für Kefalenia. Wir sind vielleicht arm, aber wir sind sehr gläubig. Hey. Dann werden wir doch mal in die Höhle reingehen. Und jetzt ist die Aufgabe, irgendwas zu finden hier. Jetzt muss man immer hochklettern, um ein bisschen Erz zu kriegen, okay. Wenn ich das hier drücke, sehe ich ja, wo was ist, ne? Ach, guck hier. Oh. Mit der japanischen Mythologie sozusagen. Okay, was muss ich denn eigentlich finden? Eine Schatzkiste? Ja, ich muss eine Schatzkiste und einen Banditen finden. Das ist ja cool. Also das finde ich ja geil. Dieses ganze eingesammelt hier. Das ist ja schon mal ein bisschen cool. Wie Gothic auch. Alles mitnehmen, alles was du finden kannst. Alles klauen. Oh, eine Statue. Eine Bronzestatue, wie es aussieht. Dann wird doch hier auch bestimmt gleich die Kiste in der Nähe sein, um die es geht. Okay. Jemand hat hier Opfer abgelegt. Sieht aus, als hätten sie sie hinter die Statue bringen wollen. Ah, hinter der Statue ist also gleich nochmal was. Ich stehle jetzt einfach. Ob ich dann bei den Göttern... ich bin Level 4 gerade. 3 oder 4? 4 bin ich. Und hier... Hier ist auch noch was zum Stehlen. Alles geklaut und dann ist hier... Hier, guck mal, hier ist was. Oh, jetzt sieht es. Vielleicht ein Riss in der Wand? Hinter dem Bereich hinter der Mauer. Ein Riss in der Wand. Da. Ach, guck. Guck mal. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Auf Level 5? Wie geht das denn? Ach, du grüne Leute. Leute, was habe ich denn hier? Wie viele Spielstunden brauche ich denn? Sehr gut. Was gibt's denn Leckeres zu essen? Oh, wie viele Monate werde ich denn das jetzt spielen? Haben wir mal kurz hier ein, was gibt's hier? Oh ja, ich glaube, habe ich den Season Pass? Ich glaube, der ist mit drin. Ich habe die Ultimate Edition gekauft. Da ist ganz vieles drin. So, ich bin unsichtbar. Mit Frühlingsrollen belegte Brötchen, das ist ja cool. Anne, du hast das bestimmt getrennt gemacht, oder? Oh, das ist eine Frau. Das ist doch eine Frau. Ich will eine Frau nicht umbringen. Was soll man machen? Er hatte halt ein paar Drachmen einstecken, ne? Das ist doch menschengemacht. Okay, in 20 Stunden. Aber das Spiel selber wahrscheinlich... Da wird man wahrscheinlich sehr viel länger... Okay. Ja, ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass man mit Odyssey hier auch Geschichtsunterricht sogar theoretisch anfangen könnte, weil es hier eine Art Krieg oder irgendeine Situation gibt, die sehr, sehr gut dargestellt ist. Okay, na Platin-Trophäen, da bin ich raus. Also bei God of War habe ich 49 oder 39 Stunden gebraucht. 49, 39, bin mir nicht ganz sicher. Und ich muss ehrlich sagen, das reicht für mich auch. Also ich bin ein Spielespieler, mir reichen 40 Spielstunden aus, weil ich ja... Oh. Was?
Weil ich ja so relativ selten spiele. Mist. Zwei Wochen krank machen. Ah, geil. Das ist das Allerbeste. Oha, die hat aber mit der... Natürlich Banditen. Die Leute hätten merken müssen, dass etwas faul ist. Und hier ist ihre Beute. Genau, hier ist die Beute der Leute. Die haben hier... Die Banditen haben... Krass, die haben die alle verarscht, ne? Wollen wir mal gucken, was ist hier oben zu... Habe ich jetzt... Was ist die Mission? Schatz plündern. Okay, dann wollen wir mal hier hochgehen. Schon haben die den Schatz da hochgetragen. Liegt was rum? Drachmen. Habe ich ein paar Pfeile? Normaler Pfeil plus 5. Geil. Hier ist der Schatz, oder? Sehr gut. Söldnergürtel. Stufe 4. Dann können wir doch mal den Söldnergürtel anlegen. Gucken wir doch mal. Jetzt hätten wir quasi die... Was ist denn das eigentlich? Geplünderte Opfergaben. Guck mal, das ist, was die im Beutel hat. Okay. So. Guck mal, Athener Beintaschen habe ich hier. Und Gürtel des Reisenden. 19 Rüstung. Ach, guck mal, was ich alles eingesammelt habe, aus Versehen nebenbei. Söldnergürtel. Ist das der, den wir gerade eben eingesammelt haben hier? Den hatte ich schon vorher, oder? Fiskor, habe ich gerade eben den Söldnergürtel eingesammelt? Haha, ist ja alles krass. Okay, so haben wir auf jeden Fall. Doch, ich denke mal, dann lassen wir das mal. Ah, okay. Na, okay. Die Mütze. Achso, ich bin doof. Ich habe gar keine Mütze. Achso. So, und hier haben wir weiter nicht gespeichert. Hier haben wir Söldnerhandschuhe, die sind selten. Die habe ich aber, glaube ich, nicht aus dem DLC bekommen. Legen wir die also mal an. Und hier unten. Gamaschen. Wieso hat die keine Stiefel an? Ach so. Jetzt erst habe ich Möglichkeit. Jetzt habe ich Stiefel. So. Jetzt haben wir mal hier wirklich alles so ein bisschen das Billigzeug. Stufe 1, Stufe 5. Die macht mehr Schaden hier. 11 Rüstung. Mehr Rüstung macht die. Dann legen wir. Ach so, aber die. Die habe ich ja genau. Ich habe. Das habe ich, mal gucken vielleicht. Ich habe keinen Helm. Also die beiden Helme, das ist ja alles aus dem, was ich mitgekauft habe. Das wollte ich mal nicht anziehen und die anderen kann ich noch nicht anlegen. Das heißt, die hat also zu der Zeit noch keinen Helm, theoretisch bei mir. Aber weißt du, die sieht auch so ganz gut. Ich versuche mal ein bisschen einfach, ich will nicht so, ich will nicht überrüstet reingehen. Aber ist Odyssey nicht, ach so. Odyssey geht aber auf der PS4. Oh, jetzt haben wir Licht. Ach, guck. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Denn die Banditen, die sind ja bestimmt irgendwo. Die haben einen extra Eingang in die Höhle, nehme ich jetzt mal an. Jetzt hol ich mir den Kopfgeld, Malaka. Ach, guck mal. Ich kann die jetzt von hier oben nicht mit F angreifen, ne? Das ist Talos! Ich Idiot! Warum bin ich denn jetzt... Warum... Oh, was war das denn? Warum kämpft die jetzt mit der Fackel? Ich will... Oh. Wie kann ich die Waffe ziehen jetzt? Jetzt so. Okay, Talos hat mich erkannt. Den konnte ich jetzt nicht von Weitem angreifen. Oh, der macht aber... Na, okay, der macht dolle Schaden. Das war mein Fehler. Ich bin jetzt... Rechts gedrückt halten. Ah, okay. Ich bin jetzt... Dummerweise... Ich bin jetzt dummerweise zu nah an den Rand gegangen. In dem... Oh, Scheiße! Ich brenne! Ja, kann ich. Aber ist das da nicht ein bisschen wie Cheaten, oder?
wenn ich jetzt gleich so Vollgas reingehe, ich bin ja so ein kleines bisschen erst das Spiel kennenlernen. Also langsam nervt es. Was hast du denn? Was nervt denn? Oh, rollen heißt also abrollen. Du meinst quasi ausweichen. Okay. Ja, weil ich das halt gekauft habe für teuer Geld, ne? Ah, okay. Na, dann machen wir das halt. Dann nutzen wir die oder die? Was ist denn, was gefällt euch optisch besser? Die? Ich finde ja die ganz cool, ne? Ja, dann versuchen wir das einfach mal. Dann machen wir das jetzt so. Das ist dann Ezios und Nordischer Wanderer. Ich muss kurz mal gucken, was ist das hier? Das ist Ezios, genau, okay. Dann nehmen wir die Ezios. So. Ezios, Römisch, Ezios, Armschildsohn, hier gucken wir auch, Ezios. So, jetzt haben wir die komplette Rüstung von Ezios und wir machen nur den Helm, legen wir ab. So. Was ist denn hier für ein Ausrufezeichen eigentlich? So, sieht das natürlich ein bisschen, gleich ein bisschen cooler aus, ne? So, habe ich jetzt natürlich auch bessere Rüstungswerte, habe gegen den Talos eine bessere Chance gleich. Ich wusste ja gar nicht, dass der hier am Start ist. Das ist schon so nah dran. Wir können mal reingucken, was macht die Ezios-Rüstung? Da steht, minus 100% Abdienstzeit für Fähigkeit Heldenschlag bei erfolgreichem Parieren. Natürlich Banditen. Die Leute hätten merken müssen, dass etwas faul ist. Und hier ist ihre Beute. Okay, jetzt haben wir die. So, jetzt haben wir das erstmal alles geklärt. Was habt ihr gesagt? Mit Rechtsklick gedrückt halten kann ich die Waffe ziehen. Ach so. Okay, dann muss ich mal gucken. Warte mal, ich versuche das mal. Fackel aufheben. Jetzt Rechtsklick gedrückt halten. Ah, da wirft er die weg. Ah. So kann ich die quasi auf den Gegner werfen. Macht das Sinn? Kann ich vor dem Talos wegrennen da oben? Macht das Sinn, lieber zurückzugehen erstmal und da hinten zu speichern? Bevor ich mich an Talos ranwage? Hier ist auch eine Fackel, guck mal. Auf die Fähigkeiten im Menü. Warte mal, gucke ich gleich mal. Ich versuche mal ganz kurz irgendwo mich hinzubegeben, wo ich das Spiel erstmal zwischenspeichern kann. Macht das Sinn? Hier raus. Ich habe nichts außer meinem Glauben, aber ich brauche Hilfe. Ich bin arm. Ich habe 4 hungrige Kinder und sonst nichts. Ich flechte Körbe für den Markt, aber mein Karren ist beschädigt. Wie soll ich ihn reparieren oder zum Markt kommen? Bitte hilf mir. Wir hören bloß zu, oder? Gott, auf Ragnarok habe ich durchgespielt. Valhalla wäre das nächste. Ich kann, machen wir gleich. Wollen wir mal bloß zuhören oder wollen wir... Nee, ich höre bloß zu. Du musst mir zuhören. Rede mit mir. Als nächstes. mal sehen. Valhalla ist ja wohl ein bisschen schwerer. Ich gucke mal. Wenn ich jetzt mich erwischen lasse, wenn ich mit der rede und die erwischen, na komm. Ich höre dich, Tochter des Hermes. O mächtiger Gott, ich bitte dich, hilf mir. Dein Gebet wurde erhört. Du wirst Reichtum vor deiner Tür finden, ehe du dich versiehst. Ich wusste, du erhörst mich. Jeden Morgen und jeden Abend gehöre ich dir. Alles unter meinem bescheidenen Dach in Sami ist dir geweiht. Ja, nun geh heim und warte, bis das Schicksal seinen Lauf nimmt. Das werde ich, großer Gott, das werde ich. Okay, da müssen wir Geld geben. Wenn sie Geld braucht, kommt die Beute der Banditen gerade recht. Das machen wir. So, jetzt hab ich doch gespeichert, oder? Kann ich jetzt speichern? Kann ich. Und jetzt gehen wir noch den Talos angreifen da oben. Also wir haben jetzt das hier ausgeräumt.
Jetzt nehmen wir uns die Fackel und jetzt gehen wir zu Talos. Ihr habt gesagt, ich soll mal kurz reinschauen. In, was soll ich gucken? Erstmal Chicken Nuggets essen. Das kleine DLC SM, genau. So. So, und jetzt gucken wir uns mal. Jetzt gehen wir nochmal hier lang. Unten sind die Arten der Skills. Ja, richtig. Warum lassen die jetzt immer die Fackel fallen? Oh. Bei der Rüstung steht auch, welche Art des Boostes. Weichen mit Leertaste. Okay, wir gucken mal. Na, wir gehen erstmal weiter hier. Guck mal, hier ist überall Möglichkeit. Da bist du eine Antenne. Ah, Leute. Krass. Ich schaffe immer, ich habe zuletzt The Boys geguckt, aber das ist ja was ab 18 erst. Was auch Sinn macht, dass das erst ab 18 ist, muss ich dazu sagen. Mach's gut. Call me. Ach, man hört dann immer das... Ah, guck mal, das Geräusch. Das ist ja so cool. Bei Gothic habe ich mir das immer gewünscht. Jetzt so einfach könnte es gehen. Aber wie kriege ich denn die wieder runter? So. So als eigene... Oh nein! Ich bräuchte eine Heilung. Wenn ich jetzt wegrenne, heilt die sich trotzdem nicht, oder? Ah, es hat er auf den Boden, es hat er geschossen. Ah! Aber immer wenn ich jetzt quasi alles eingesammelt habe und wieder rausgehe. Das ist ja. Was mache ich denn damit jetzt? Was ist denn das? Warum konnte ich jetzt eine Vase mit mir rumtragen? Was war da jetzt der Hintergrund? Jetzt ist er hier draußen. Guck mal, jetzt bin ich hier. Ah, okay. Und damit kann ich den Gegner quasi anbrennen. Schlau. Da ist er. Wie ist das denn? Oh. Lasse! Geh weiter! Wanne! Komm runter! Oh. Boah, jetzt komme ich hier nicht runter! Geh runter, Mann! Der kann auch. Ah, okay, der kann auch nicht runter. Du hättest den Auftrag besser abgelehnt, Talos. Trainereinladung. Sehr gut. Ein Kampf mit Talos. Eine Söldnerbrustplatte. Guck mal hier. So, jetzt sagen wir mal die Leiche von Talos mitnehmen. Dann legen wir die mal hier so hin. So. Zack. Damit alle auch wissen, das war der, der die Leute beklaut hat. So, hab ich jetzt, ich hab doch jetzt, jetzt kann ich zu der Gläubigen hingehen, ne, und kann der ihr Geld geben oder so ähnlich. Ist das hier Hermes? Das ist Hermes, ne? Der Statue von Hermes. Hermes. Mit den Hermes-Stiefeln. So, gucken wir mal ganz kurz. Der macht's bling bling. Ah ja, da ist bling bling. Alles mitnehmen hier.
Wo ist noch Bling Bling? Hab's nicht gesehen. Gibt noch irgendwo ein Eisen. Erz an der Wand. Okay, wir haben hinten den anderen Ausgang auch gesehen. Aber wir gehen erstmal hier einfach wieder raus. Kehre zum Gläubigen zurück. Das ist der an der Tür. Ich hoffe mal, hier gibt's den Stress. Immer machen hier, guck mal. Leute, dann kann ich bestimmt alles verkaufen, das Zeug. Und ich höre Goblins, habe ich das Gefühl. Ist auch noch was. Goblins! So klang das gerade, wie bei Gothic 1 die Goblins auch immer klingen. So, aber es sind Schafe, okay. Dort sind keine Götter, nur Banditen, die den Leuten die Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du nun, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen. Das freut mich, André. Wenn euch das so Spaß macht, das macht mich glücklich. So, wir haben jetzt haben wir eine neue Quest gewonnen. Wir können nämlich jetzt der einen Frau... Oh, guck mal, was ist das? Stufe 25. Ach, du Schande. Was? Digga, was ist denn das? Gnädige Götter, hier. Das machen wir mal, oder? Wir geben der jetzt mal Gold. Untersucht das Haus der Frau. Warum bittet sie Hermes um Hilfe? Weil ja bei der was kaputt ist. Haben wir ja gesehen. Ihr Wagen ist ja kaputt. Die ist ja extra hierher gelaufen, weil ihr Wagen war kaputt. Naja, die 100 Meter können wir auch ohne Pferd laufen. Ja, okay, wir hätten auch doch ein Pferd nehmen können. Warum ist da jetzt ein Balken unten drunter? Weil ich das Haus untersuchen muss wahrscheinlich, bis auf 100%, oder? Hier ist ja jede Quest anders. Hier ist ja jede Quest komplett wild. Da muss ich immer was Neues machen, immer was anderes. Das kennt man ja alles immer gar nicht. Ah ja, okay, wir müssen jetzt hier wirklich Untersuchungen machen. Also hier... Wie sie gesagt hat, der Karren ist ziemlich mitgenommen. André, danke für 3200 Likes. 3200. Anscheinend sollten diese neuen Körbe zum Markt. Und dann brach der Karren. Lege den Schatz aus der Höhle in einen Korb. Ja, guck mal. Das sollte helfen. Besser sie als die Banditen. Haben wir mal wieder was Nettes gemacht, einfach gleich nebenbei. Guck mal. 1500 Erfahrungspunkte. Guck mal, ich bin Stufe 5. Was heißt denn das? Ich bin Stufe 5. Das bedeutet, ich kann jetzt auch etwas anlegen, was ab Stufe 5 ist. Auch hier haben wir jetzt eine andere Rüstung. Guck mal hier. Eine epische. Das ist die Hüter der Zeit Rüstung. Ich glaube, warte mal, was ist das hier? Hüter der Zeit? Der Heilskill ist auch da. Gucken wir uns gleich mal an. Hüter der Zeit? Was habe ich denn hier? Das zeitlose Auge. Griff der Zeit. Hüter der Zeit. Hüfte. Gevatterzeit. Oha. Oha. Liken. Ja, du kannst ja liken, ja. Und zeitlose Beinschienen. Jetzt haben wir alles mit dem Thema Zeit irgendwie. Und hier haben wir sogar... Das Stundenglas. Jetzt haben wir alles komplett auf Zeit ausgelegt. Ah, okay, damit die noch besser wird. Alles klar, das kann ich mir auf jeden Fall mal merken. So, hier brauchen wir Geld dafür. 5000 Gold. Wo sehe ich denn, wie viel Gold ich habe? Sehe ich das überhaupt? Was ist denn das hier? Das ist ein Ausrufezeichen auch dabei. Ach, hier, das ist das Neue, okay. Sieht aber auch cool aus, ne? Guck mal. Das sieht doch cool aus. Mit oder ohne... Ach, guck mal, hier sieht man den Zopf trotzdem. Cool. Fähigkeiten. Was, guck mal. Ah, jetzt sehen wir hier die nächste Stufe. Einen Fähigkeitspunkt habe ich und hier... jetzt guck mal eben. Wo haben wir denn was mit Heilung? Attentat. Im Giftmischer verschwinden. Weise die Fähigkeit zu, um sie zu nutzen. Ein greller Lichtblitz. Zweite Luft ist das. Lebe weiter, um weiter zu kämpfen. Fülle 25% deiner maximalen Gesundheit wieder auf. Ah, das ist nach dem Tod sozusagen, ne? Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Dann habe ich Jägerfähigkeiten, Heilung und Offenbarung. Also dann nehmen wir das mal mit. Sinnvoll wäre natürlich bestimmt auch, das hier noch größer zu leveln, aber da bin ich noch zu schwach.
Ah, okay. Und das muss ich auf die, auf eine Zahl legen zum Beispiel. Ah, okay. Das muss ich also quasi machen. Aktiv machen muss ich das. So, und hier, was ist mit dem Bogen? Jetzt haben wir hier, guck mal. Passi. Jetzt haben wir hier Stufe 5 Bögen, guck mal. Das ist der, den wir gekriegt haben, als wir den haben reparieren lassen. Und jetzt guck mal, was die für ein Damage machen. Krass, oder? Plus 5% Jägerschaden und plus 5% Schaden bei Tieren. Ah, okay. Noch stärker, okay. Da müssen wir, also da, im Bogen will ich ja sowieso weitermachen. Wir machen hier Giftschaden. Das ist gut. Attentat und Giftschaden. Und das können wir vom Schmied gravieren lassen. Was heißt denn das? Da können wir noch was Besseres machen, oder? Ja, das ist auch wieder so ein gekaufter Bogen, ne? Der ist auch sehr stark für den Anfang wahrscheinlich. Und da fühle ich mich gleich wieder ein bisschen wie Cheaten. Auch hier haben wir jetzt die, das ist das von Level 1. Und jetzt haben wir die Stufe 5 Waffe. Guckt euch das an. Stufe 5 Messer. Was haben wir denn hier? Attentatsschaden plus. Kriegerschaden. Kriegerschaden. Attentatsschaden. Ach so, okay. Giftpfeile automatisch und so. Okay, alles klar. Ein plus 3 Adrenalin pro Treffer. Plus 5% kritische Trefferschaden. Dann nehmen wir mal das hier. So, jetzt haben wir das auf Stufe 5 genommen. Hier haben wir auch noch andere. Guck mal hier, jetzt könnte ich auch den tragen. Wie ist da? Warum mal.